Jetzt zur zweiten Division kommen, noch deutsche Bundesliga. Da hat es gestern ja, beziehungsweise heute Vormittag, die erste Trainerentlassung gegeben und sie hat den früheren österreichischen Teamchef, nämlich Josef Hickersberger, betroffen, der mit Fortuna Düsseldorf in Mönchengladbach mit 1:3 verloren hat. Und unser Kollege Rolf Töpperwin vom ZDF hat uns folgenden Beitrag überspielt. Die Zeitungen in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt Düsseldorf mutmaßten heute Morgen das Aus für den Österreicher Josef Hickersberger. Dementsprechend großer Auflauf schon um 10 am Flingerbräuch, dem Trainingslager der Fortuna. Die Autos des Cheftrainers und des Präsidenten noch einträchtig nebeneinander. Um 12 dann die Entscheidung. Wir haben uns heute Morgen zusammen telefoniert und dann zusammengesetzt. Und sind zu dem Entschluss gekommen, nach 0:12 Punkten in Serie, dass wir uns von Herrn Hickersberger trennen müssen. Wir haben das im guten Einvernehmen gemacht. Der Trainer hatte auch für unsere Entscheidung Verständnis. Und ich möchte das auch betonen, es ist dann auch wie immer, der Trainer ist das schwächste Glied in der Kette. Und wir sind eben das Präsidium und wir müssen die Entscheidungen dann treffen. Die 177. Trainerentlassung seit Gründung der Bundesliga 1963. Hickersberger musste seine Kabine räumen, die Koffer packen. Das Training leitete sein Assistent Jürgen Gäde. Taktische Schulung gab es noch keine. Ich habe eigentlich einen solchen Schritt des Präsidiums erwartet und ich bin auch dem Verein bei der Auflösung des Kontraktes entgegengekommen. Wir haben uns im beiderseitigen Einvernehmen innerhalb kürzester Zeit getrennt. Alle bescheinigen Ihnen hervorragende Arbeit und dass Sie charakterlich wirklich ein leuchtendes Vorbild in der deutschen Trainerlandschaft sind. Für diese Dinge kann man sich aber in diesem knallharten Geschäft manchmal nichts kaufen. Überlegt man so in dieser letzten Nacht vielleicht, hätte ich vielleicht doch mehr ein Schleifer sein müssen, hätte ich meinen Stil ändern sollen? Nein, das habe ich eigentlich nicht überlegt, aber ich habe überlegt, ob ich nicht in einigen Situationen anders reagieren hätte müssen. Vielleicht die Entwicklung, gruppendynamische Entwicklung innerhalb der Mannschaft früher erkennen hätte müssen und anders handeln hätte müssen. Und hier habe ich, glaube ich, doch einige Fehler gemacht und aus denen gilt es für mich persönlich zu lernen, denn ich pflege Fehler nicht zweimal zu machen. Heute gab es in der deutschen Bundesliga folgende Resultate. Bayern München gegen Bochum. 0:2, damit wackelt wieder ein Trainerstuhl, nämlich jener von Jupp Heynckes von Bayern München. Dann Frankfurt gegen Kaiserslautern 2:0, Borussia Dortmund, Dynamo Dresden 4:0. 1. FC Nürnberg, 1. FC Köln 4:0, auch da dürfte der Kölner Trainer Rute Möller in Bedrängnis kommen. Hamburg SV, Stuttgarter Kickers 0:3, Tabellenführer ist Eintracht Frankfurt mit 9 Punkten vor Rostock ebenfalls 9. Weiter jetzt mit der